Der Kollege Piotr Bistron. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Annen, Sie haben das schon erwähnt. Neben Libanon haben Sie auch gesagt, bei dieser Mission geht es darum, die Interessen des Staates Israel zu schützen. Und damit sind Sie auch in die Fußstapfen von den SPD-Kollegen Hitschler, Oppermann und Hendricks in den letzten Jahren getreten, die alle gesagt haben, ja, wir müssen hier Israel schützen. Liebe Freunde, das ist von der SPD Heuchelei pur. Sie stellen einen Außenminister, und wenn Ihnen das Schicksal des Landes Israel so am Herzen liegt, warum stemmen Sie sich nicht gegen die Anti-Israel-Resolutionen in den United Nations? Warum unterstützen Sie die BDS-Kampagne, eine Boykott-Israel-Kampagne? Und wie meine Kollegin Beatrix von Storch herausgefunden hat, warum lassen Sie Jahr für Jahr 80 Millionen Euro an die UNRWA überweisen? Und das ist der verlängerte Arm der Hisbollah. Ja? Mit diesem Geld, mit dem, was Sie zu verantworten haben, werden Raketen in Schulen stationiert, die gegen Israel gerichtet sind. Mit diesem Geld werden antisemitische Bücher gedruckt, Schulbücher, in denen das Land Israel ausradiert ist. Die Mitarbeiter von UNRWA sagen, Hitler hätte alle Juden auslöschen sollen. Ja? Also wenn Sie hier ankommen und bei diesem sinnlosen Einsatz mit dem Schutz des Israel argumentieren und das hier als eine Monstranz vor sich hertragen und gleichzeitig Millionen an Euro an die Feinde, die Todfeinde Israels überweisen, dann ist das eine Heuchelei pur. Und da ist es kein Wunder, wirklich kein Wunder, dass die von Ihnen ach so Beschenkten und Beschützten von Ihnen die Schnauze voll haben. Es ist keine drei Tage her, da hat der Sohn des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu zu Heiko Maas wörtlich gesagt, und ich zitiere, es wäre schön, wenn Sie aufhören würden, sich in unsere internen Angelegenheiten einzumischen und hunderte linksradikale NGOs in Israel zu finanzieren, die unsere Zerstörung wollen. Also ich fasse das mal kurz zusammen. Sie sollen aufhören, linksradikale und antisemitische Gruppen zu fördern. Das ist natürlich schwer für eine SPD, nicht? Das ist schwer für eine Partei, deren Stiftung gerade jetzt einen iranischen Antisemiten nach Deutschland eingeladen hat zu einer Podiumsdiskussion. Das ist natürlich schwer für eine Partei, deren Bundespräsident den Mullahs in Iran zu 40 Jahre Revolution gratuliert, aber dem US-amerikanischen Präsidenten nicht zur Inauguration. Und das ist schwer für eine Partei, deren Präsident linksextremistische Konzerte bewirbt. Das ist uns klar. Und deren Bundesvorsitzender der Jugendorganisation unsere Großkonzerne verstaatlichen will. Das ist schwer für eine Partei, die selbst linksextrem und antisemitisch ist. Liebe Kollegen von der CDU. Herr Kollege, das Thema noch mit Bundeswehr, Unifil. Ich bin schon beim Thema. Ja, dann ist gut. Liebe Kollegen von der CDU. Merken Sie nicht, mit wem Sie da paktieren? Merken Sie nicht, wem Sie da Bühne geben? Merken Sie nicht, wem Sie da hofieren? Diese Partei ist nicht nur linksradikal und antisemitisch. Diese Partei ruiniert unser Land wirtschaftlich und politisch. Sie isoliert uns außenpolitisch. Hören Sie auf, bitte, mit den Linksextremisten zu paktieren. Lassen Sie uns wieder ehrliche und bürgerliche Politik zu machen. Lehnen Sie mit uns diesen Antrag ab. Vielen Dank. In der Tat muss ich als Präsident des Bundestages feststellen, dass Sie zum Thema nicht ein einziges Wort gesagt haben. Das ist nicht der Sinn der Veranstaltung. Als nächster Redner hat das Wort der Parlamentarier.